Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zur kritischen Begleitung des Glaubensbuches der Zeugen Jehovas mit dem Titel Glücklich für immer. Gott möge dir seinen Segen beim Zusehen und darüber nachdenken schenken. Bei diesem 42. Kapitel geht es um das Thema: Was sagt die Bibel über die Ehe und über das Leben als Single? Der erste Absatz ist ein guter Einstieg zum Thema. In manchen Kulturen glaubt man, dass man nur glücklich sein kann, wenn man heiratet. Verheiratete sind aber nicht automatisch glücklicher als Single. Die Bibel macht deutlich, sowohl verheiratet zu sein als auch ledig zu sein, sind Geschenke von Gott. Auch die nächsten drei Abschnitte enthalten sehr wertvolle Gedanken, die die Vorteile des Single-Seins, aber auch des Verheiratetseins erklärt. Auch was Jahwe bezüglich der Ehe vorgesehen hat, wird prägnant und gut erklärt. Grundsätzlich ist auch der vierte und fünfte Abschnitt eine gute Hilfe, um im Blick auf Gott sein Leben zu bejahen und sich gebrauchen zu lassen, sowohl als Single als auch als Ehepaar. Wertvoll ist auch zu sehen, dass Gläubige nur Gleichgesinnte heiraten sollen. Auch in der nächsten Seite gibt es vieles, was man einfach nur annehmen kann. Ja, Gott möchte, dass die Ehe hält. Dabei wird auch das Video Ehe, ein Bund fürs Leben vorgeschlagen. Hier wird wirklich gut gezeigt, wie sich die Zeugin ihrem Mann gegenüber verhält. Sie war von den Streitgesprächen abgekommen und beginnt ihren Mann zu respektieren. Ein guter Weg, der zum Erhalt einer Ehe beiträgt. Im Video Jehovas Maßstab für die Ehe einhalten, werden Menschen gezeigt, die in ihrer Kultur aufgewachsen sind. Es gefällt mir, wie Gläubige sich bemühen, nach biblischen Maßstäben ihr Leben zu verändern. Sei es, dass der Mann seine Freundin mit den gemeinsamen Kindern heiratet oder auch die Frau, die auch vor dem Staat verheiratet sein möchte und die nötigen Papiere dafür besorgt. Eine Filmsequenz sehe ich aber als sehr notvoll und von der Bibel nicht haltbar an. Es geht um eine afrikanische Frau, welche in Polygamie lebt. Schauen wir uns dies kurz an. Mit Polygamie hatte ich kein Problem, weil ich selbst in einer polygamen Ehe gelebt habe. Ich habe mich als eine gute Ehefrau gesehen. Ich war die zweite Frau. Ich habe eine Bibel bekommen. Und was ich darin gelesen habe, hat mich sehr berührt. Ich habe erfahren, dass es falsch ist, in einer polygamen Ehe zu leben. Das hat mich wirklich sehr lange belastet. Außerdem hatten wir 10 Kinder. Das hat es mir auch schwer gemacht, ihn zu verlassen. Aber ich habe begriffen, dass die Liebe zu diesem Mann mich davon abhält, Jehova zu gefallen. Also habe ich gesagt, ich gehe. Im Dorf haben sie über mich gesagt, diese Frau ist rebellisch, sie hat ihrem Mann die Kinder gestohlen. Aber in dem Moment, als ich gegangen bin, war es so, als wäre eine große Last von mir abgefallen. Mein früherer Ehemann ist jetzt auch ein Zeuge Jehovas. Und seine Frau ist jetzt meine beste Freundin. Auch wenn es in ihrer Geschichte einen halbwegs schönen Ausklang gab, die 10 Kinder wurden ja nicht interviewt, so muss man sich fragen, ob die Trennung wirklich der Weg Gottes war. Ich denke, nein. Für mich wäre diese Ehe, in der die Frau zum Glauben kam und ja eine offizielle polygame Ehe war, eine Notordnung. Natürlich sollen Christen in einer monogamen Ehe leben. So war es im Garten Eden und der Herr Jesus hat dies auch in seiner Rede über Ehe und Ehescheidung in Matthäus 19, 5 bis 7 bekräftigt.
Jedoch gibt es keine biblische Aufforderung, eine schon geschlossene, polygame Ehe aufzulösen. Abraham, Isaak, Jakob und David sind Beispiele, die diesen Frauen helfen können, an ihrer Ehe festzuhalten und so den Kindern weiter ihren Vater zu erhalten. Wie das mit der Versorgung der Ehefrau geregelt ist, wurde in diesem Video auch nicht erklärt. Ich glaube, dass dieses Beispiel viel unnötiges Leid über Menschen bringen kann, die Jehova dienen wollen. Denn diese Frauen haben den starken Impuls bekommen, sich von ihrem Mann zu trennen, um Jehova treu zu bleiben. Nun weiter im Kurs. Fazit: Ob verheiratet oder nicht, wer sich an Jehovas Maßstäbe hält, kann glücklich und zufrieden sein. Beides ist ein Geschenk von Jehova. Das Video »Sich auf die Ehe vorbereiten« enthält gute Hinweise für die Wahl des christlichen Partners. Es ist auch gut, dass beim Ziel es so formuliert wurde, dass wenn du zum Beispiel mit einem Partner unverheiratet zusammenlebst, du erstmal beten sollst und Gott nach den weiteren Schritten fragen sollst, wie jetzt hier diese Situation gelöst wird. Alles in allem würde ich auch dieses Kapitel als hilfreich bezüglich der Ehe und der Vorbereitung als Gläubige empfehlen. Natürlich fehlt auch hier der Herr Jesus, den Christen sich auch in dieser Sache anvertrauen und um Führung bitten. Ihr guter Hirte will und wird sie auch hierin leiten. Aber diese Hilfe wird den Zeugen Jehovas ja nicht vorgestellt. Sei Gott und seiner Gnade anbefohlen. Tschüss.